Jo, meine lieben Freunde, heute in aller Eile hier ein Part von Pokémon Trading Card Game. Oh yeah! Heute für den Freitag, weil heute ist Freitag und ich muss gleich los und ich will den Part hier fertig kriegen. Also, wird der auch wahrscheinlich nicht so lang. Ich guck mal auf die Uhr, dass das Renderzeiten jetzt nicht so exorbitant sind, wie das sonst immer so zu pflegen sein. Ihr wisst schon. Daniel, Alex hat sich in seine neue Taktik ausgedacht. Er ist in sehr guter Stimmung, sodass er jetzt gegen dich antreten wird. Übrigens, wirst du gegen mich antreten? Ja, warum nicht? Träume süß, Deck. Der sieht aber halbwegs normal aus, dafür, dass wir eigentlich in einem totalen Psychopathenclub Dingen sind, ihr wisst schon. Da hat er schon ein bisschen erwundert. Keine Basis-Bewohner-Hand. Willst du mich verarschen? Tatsache, oh, das ist mein Knuddelhof. Gib mir einen Pummelhof, bitte. So eine Arschgeige. Bam, 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 bam. So, warte mal, jetzt ein Schlob. Naja, ist jetzt nicht so viel besser, aber pff, was soll's. So, überleben reicht erstmal. So, dann Typ, ich versuche mal, ob du mich einschläfern kannst, weil erstmal werde ich dich paralysieren. Wenn ich Münchschnips-Bimbo Glück habe ich natürlich nicht. So, Pummelhof, cool. Ebenfalls ein Normal-Pokémon. Finde ich jetzt nicht so cool irgendwie, ne, wisst ihr? Okay, er legt gleich richtig los hier. Toll. Ja, das wusste ich doch. Kacke, Mann. Du bist doch scheiße. Oh, ich habe aber Glück, ich wache gleich wieder auf. So, Outratini, das ist gut. That is very, very good. Oh yeah. Dum 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 bam bam bam. So, natürlich nicht gelähmt. Warum auch? Ich sollte ja mal Glück haben, na? Kein Ding. So, Kollege, dann versuch's ruhig nochmal. Schon wieder Nebula. What the fuck? Ja, natürlich. Na klar. Oh, Leute. Das finde ich nicht so gut. Hör auf mich zu Wiegenlieden, Alter. So eine Kacke. Ich kotze ab. Yeah, aufgewacht. Geil. Und ich muss gerade überlegen, kann ich Superschall wirklich hundertprozentig verwirren? Oh, das ist mein Knuddelhof. Ich muss gerade mal was gucken. Superschall. Bei Kopf ist es verwirrt. Na toll. Oh. Aber ich müsste das wirklich irgendwie mal ein bisschen malträtieren, ja? Weil sonst kriege ich hier die Krise. Und darum. Super Schall. Komm, bitte lass Kopf werden. Bitte lass es Kopf sein. Och, man, leck mich doch. Gefailt. Gemäß den Regeln der Super Schall, es geht immer daneben, wenn der Spieler es benutzt. Beim PC geht's immer richtig. Obwohl sein Wiegenlied hat bisher auch noch nicht wirklich viel geholfen. Und er scheint noch nicht so wirklich Energie aufhand zu haben, weil sonst würde er die längst ausspielen. Das heißt, bevor er noch unter 3 Energie ist. Jetzt schlafe ich natürlich die Runde, toll. Das heißt, unter der Runde jetzt hier habe ich das Problem. Ja, Dratini erstmal ausrüsten, ich will ein Dragonier, komm schon. Och man, leckt mich doch. Kackschlaf. Das ist egal, ob ich aufwache. Er schläfert mich sowieso wieder ein. Toll. Ich krieg übrigens keinen Kopf hier. Kein Glück, weder beim Anfang noch sonst wann. Und da kommt die nächste Energie, na toll. Beende den Zug, ich schlafe sowieso schon. Och man. Na geht doch. Anständig. Windhauch. Könnte ich natürlich trollen. Ist ja nicht so, dass man das nicht könnte, ne? Die Kacke ist, ein Angriff würde 40 Schaden machen. Das halte ich nur zweimal aus, dann bin ich tot. Das wäre nicht so gut. Ach, ich versuch's einfach mit Zungenangriff. Ich muss ihn lähmen und es klappt. Geil. Hätte ich jetzt mal Superschall machen sollen, ne? Wäre besser gewesen. Und da ist die Psychoenergie und leider. Oh. Achso. Ach, Gott sei Dank ist er gelähmt. Arschgeige, du. Noch geb ich nicht auf. Snubili-Katze, Mann, ich brauche einen Mauzi, wenn denn schon. Muss noch ein Kacklappen, ey. Muss noch ein richtiger Kacklappen. Soll ich Winter auch nutzen und warten, irgendwie da hinauszögern?
Ach komm, super scheuer. Ich riskiere es. Vielleicht kriege ich ja nochmal Kopf. Komm, ich hatte oft genug Zahl. Gib mir Kopf, Mann. Och, leck mich doch am Ohr. Ich habe einfach kein Glück bei Attacken, was nur Zahn oder Kopf angeht. Da bin ich immer granatenlos und verkacken. Und jetzt kommt natürlich Wellenreiten. Na toll. Quatsch, boom. 40 Damage. Toll. Ich hasse dieses Drecksvieh. Ich hasse dieses Drecksvieh. Ich hasse es wirklich. Ich werde mal sicher als einen Trank einsetzen. Ich hoffe mal, dass die Verwirrung jetzt funktioniert. Komm schon, Superschall, jetzt musst du funktionieren, ey. Sonst bist du so am Arsch, ey. Och, Mann, ey. Das ist doch zum Kotzen. Das fängt ja richtig gut an heute. Na toll. Hä? Freust du dich so, du Pimmelmann, Alter? Oh, nochmal Wellenreiten. Boah. Du bist so ein scheiß Kackspaten, Alter. Du bist so ein Kacklappen. Ist das eigentlich? Oh, da ist Nebulak. Cool. Das finde ich schlecht, weil damit kann ich irgendwie das Vieh überhaupt nicht damagen. Och, Mann. Scheiße. So eine dumme Rotze, Mann. Was für ein Mist. So, jetzt einmal mal tauschen. Ich werde sein Paras rausholen. Getrollt. So, achso, habe ich schon. Gut. Dann ist alles cool. Bam, 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 bam. So, gut, dann kann ich hier Zungenangriff spammen. Damit kann ich immer noch seine Bank verkleinern und damit den Angriff von Wellenreiten ein bisschen runtergehen. Ich hab schon wieder Zahl gekriegt. Ist das normal oder was? Ich hab kein Glück. Ich bin zu schlecht. Oh, na toll. Das auch noch. Cool. Tausch. Na klar. Und jetzt geht's los. Jetzt wird er mein ganzes Team weg auseinandernehmen. Total zerfisten und töten. Ich seh's schon kommen. Das wird richtig scheiße. Hehe, den Preis genommen. Bist ein Arsch, Alter. Radini wäre mit einem Hit down, das nutzt überhaupt nichts. Ich muss mit Nebulak versuchen, die Zeit zu schinden. Computersuche finde ich gut. Hier, die Entwicklungskarten braucht keine Sau. Oh, Chanera. Hoffentlich lässt die Karten im Deck sein. Da ist ein Dragonier. Habe ich noch einen Dragoran hier? Ja, da ist ein Dragoran. Geil. Dragonier aus dem Deck gefischt und gleich eingesetzt. Yes. So, jetzt halte ich wenigstens einen Angriff aus. Schlecker! Auch wenn es keine Effektivität hat, ich weiß, aber immerhin habe ich genau darauf die Chance. Also kann ich Zeit schinden, vielleicht kriege ich noch einen Dragoran und dann könnte das Knuddeluffe vielleicht down gehen, wenn ich Glück habe. Ja, ich weiß, Resistenz, bla bla bla. Aber erstmal aufgehalten. Oh, noch ein Nebulak entwickelt. Also Apollo, ihr wisst schon. Lanzenergie an Paras, bla bla. Toll, Zwischenzügen. Gut, habe ich nochmal einen Zug Zeit gewonnen. Och, noch ein Dratini. Toll, was hängt denn damit? Ich überleg grad. Gegnerischer Spielbereich. Du hast noch drei Karten auf Hand. Dragonier könnte jetzt richtig schön trollen. Ich mach's mal. Achso, ich kann umsonst austauschen. Das ist natürlich richtig geil. Dragonier, Hyperstrahl. Und damit haue ich ihm eine Energie einfach weg und hoffe, dass er nächste Runde keine hat, um sie wieder aufzuforsten. Denn er hat nur drei Karten auf Hand. Und Swap, Knacks. Und Down. Dragonier kann nämlich mit Hyperstrahl richtig gemein sein. Wenn er keine Energie hat, dann habe ich Glück. Ja, er setzt Wiegenlied ein. Schwadel, Wine Down. So, gut. Jetzt muss ich bloß Kopf machen. Dann kann ich noch eine Energiekarte abziehen. Und ich habe kein Glück. Na toll. Drown, drown, drown. Psycho-Energie. Cool. Kann ich ja nicht rückziehen, außer schon im Grund von Schlaf. Toll. Trolling. Moment. Cool. Rustig, das Ratini einfach auch mal aus. Und dann, ja. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr aufwachen, du Heinzwurst, du. Er hat mich sowieso wieder eingeschläfert. Es sei denn, er... Nö, er hat aber noch keine Energie anzugreifen. Das ist natürlich sehr gut. Jetzt wach endlich auf, du Drecksvieh. Och, Mann. Was ist denn das für eine Scheiße hier mit dem Zahl- und Kopfspiel heute? No, ich kann mich schon wieder stundenlang aufregen. Ich weiß, aber tut mir leid. So. Rüstig dich nochmal mal aus. Und darf dann wieder mal einen Runden werden. Einfach nur, weil... Ja, jetzt wacht's auf. Und bringt mir gar nichts, weil es mich jetzt wieder einschläft. Schläfer. Das ist doch zum Kotzen. Oh, wieder Wiegenlied. Ich fadel, wow, wow. Halt's Maul, du Drecksvieh.
Du stinkst nach Müll. Wach endlich auf! Jawoll! Anständig. Das kann ich nochmal schön Damage zufügen. Ein Scharnierer. Sehr schön, kann ich gleich ausspielen. Kann nur Punkte bringen. Alter, 120k wird Pokémon so heavy. Und nochmal Hyperstrahl. Und Schwarz Bounce. Knacks. 20 Damage und eine Energie ist weg. Ey, die Attacke ist so gemein, ey. So, hab aber auch keine Karten mehr vorhanden, muss ich dazu sagen. Ich hab ganz schön was verschwendet, Mann. Das ist doch kacke. Er schläfert mich schon wieder ein. Oh, Mann, oh. Hör doch auf zu schlafen. Komm, du bist jetzt ausgeschläft, oder? Ausgeschläft. Na, ja, nee, ist er nicht. So eine Kacke. Ja, ey. Oh, da ist das Mauzi. Verdammt, ich hab vorhin so Minikat abgelegt. Na toll. Hehe, Trolling Moment. Naja. Ich darf wieder mal warten. Auf den Spaten. Ich schlaf noch immer. So ein Rotz. Ich glaube, das Duell wird nur hier, nur der Part wird nur für dieses Duell hier draufgehen. Och Mann, was soll denn diese Kacke? Kannst du nicht ständig schlafen? So ein Mist. Ja, hier, kann ich mal jetzt hier ein bisschen Energie geben. Ach nee, erstmal Scharnierer ausrüsten. Damit es schön twirlen kann, wenn es dran ist, mit seinem übelste fetten 80 Damage Body Slam oder Risikodeckel oder was. Ja, jetzt mach ich auf, toll. Das bringt mir gar nichts, weil jetzt mich wieder einschläft. Mann! Ich hab kein Glück. Da hab ich mich mit Glück nicht beschmückt. So. Wiegenlied, toll. Ja, halt's Maul. Wieder eingesleept, jetzt bitte Kopf, Alter. Bitte Kopf einfach. Na, geht doch. Es hat viel ähnlich. Ich dauere Drecks. So. Oh, oh, Leute, epic. Ich muss aber gucken, warte mal, hast du eine Safe Attack? Aber immer wirst du bestimmt Kopf machen, oder? Ja. Oder? Ne, erst nächste Runde. Erstmal Safe Hyperstrahl. Erstmal Safe das scheiß Knuddeluft töten. Ah, und nächste Runde mache ich dann Dragoran und da kann ich dann mit Sicherheit alles tot töten. Tot töten. Mhm. Ja, sehr gut. Und ich gewinne eine Psychoenergie. Da kommt das Apollo. Das kommt mir aber egal sehen. Weil das hier sowieso nichts drauf hat. Okay, ist kein Albtraum. Scheiße. Swoom, swoom, scheiße. 10 Damage plus Schlaf. Na toll. Achso, Resistenz. Ja, das ist natürlich auch geil. Aber trotzdem eingeschlafen. Na, das ist halt schlecht. Ist mir aber diesmal egal, ob ich Zahl kriege. Ja, jetzt war ich natürlich auf, weil ich hätte ja sowieso Dragoran, mich zu entwickeln. Dann wäre ja der Schlaf sowieso wieder weg. Ich könnte echt hier kotzen. Weil dieser alte... Nee, das sage ich jetzt nicht. Ist alles cool, Mann. Nicht ärgern. So, du würdest mal bitte einen Slam machen. Schadensüberprüfung, Kopfdamage und... Keinmal. Keinmal. Genau das habe ich erwartet vorhin bei Knuddeluft. Ist natürlich toll. Ist wirklich toll. Ja, Albtraum kannst du machen. Nee, kein Damage. Swit! Swit! Dragoran halt. Was? Achso, der hat jetzt eine Kampfresistenz. Oh, na toll. Bin ich blöd. Hätte ich gar nicht entwickeln sollen. Und es wacht noch nicht mal auf. Ein Trolling Apollo haben wir uns gegenüber. Oh, Professor Eich ist perfekt. Den Trank werde ich vorher nutzen. Hör, geheilt. Und jetzt so schön, richtig schön loslegen mit einer neuen Hand. Stup, 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 stup. Ah, sehr schön. Oh, sehr gut. Nochmal Bill nutzen. Yeah, epic. Na, stup, stup. Energieabsauger, sehr schön. Und noch ein Bill. Boah, jetzt geht's richtig los hier. Jetzt wird getrollt. Der Gegner umgerollt. Nochmal Bill, Alter. Gleich ist mein Deck leer. Ich muss aufpassen, Freunde. Jetzt muss ich aufpassen. Erstmal sortieren, ja? Energie. Tausch. Tausch wäre cool. Bringt mir das was? Ja, ich glaube schon. Ich werde den Tausch mal ausnutzen, ja? Ganz mal Trolling sein und das andere Apollo auf der Bank erstmal fisten, hier erstmal eine Energie mopsen. Und dann werde ich mal den Tausch einsetzen, um einfach mal das Scharnierer hochzuholen. Und setze mal einfach mal Risikodeckel ein. 80 Schaden, Alter. Kopf, gegnerischer Angriff erfolglos. Und. Oh, toll. Cool.
Was? Was? Ich mach mir selber trotzdem 80 Schaden, obwohl ich gar keinen Schaden austeile? Ist ja fies. Was bist du für ein Kacklappen, Alter? Na toll. Das ist schlecht. Oh, schon wieder so ein Knuddeluff, ey. Mann. Du bist doch kacke. Na, kannst du machen. Das ist ja zum Kotzen. Das ist ja richtig zum Kotzen. Du bist ja scheiße, Alter. Aufwachen. Geht doch. Nix schlafen hier, gibt's nicht. Leute, mir bleiben nur noch 17 Züge übrig, das ist mein Deck leer. Das ist natürlich scheiße irgendwo. Ich will mal das Tauros ausspielen, einfach aus Spaß an der Freude. Ja, der Supertrank würde mir nichts nützen an dem Moment gerade, muss ich sagen. Ja, hier den Tauros ausrüsten. Und dann versuch ich's nochmal, ist mir egal. Stirb, du Ratte! Und hab! Och, Menno! Achso, nee, ist ja gut! Achso, ja genau, Zahl. War ja richtig. Ja, ist mir egal, selbst getötet, aber erstmal halt einen Preis gewonnen und er auch. Heißt, das geht erstmal vorwärts im Duell hier. Psychoenergie. Okay, cool. Er hat auch einen Preis, da steht 2 zu 2, Freunde, und jetzt kommt das Knuddeluff natürlich. Ich hab noch einen Supertrank, also ist kein Ding. Ich setz Dragoran ein, soll er mich halt ein bisschen 30 Damage machen, ist mir egal. Kann ich sowieso gleich wieder heilen. Achso, er kann mich ja gar nicht angreifen. Hehehehe. Ach, du bist ja kacke, ey. Du bist ja so kacke. So, er versucht es natürlich mit Wiegenlied. Schwadel, ground, ground. Toll. Bitte aufwachen, Dragoran, das wäre gerade sehr nützlich. Och, Menno. Ich habe halt kein Glück mit der Münze, ich sehe es schon. Das ganze Duell wird nur für dieses Duell hier drauf gehen. Oh, da ist meine Apollo. So, Dratini, Tauros, wen rüste ich aus? Ah, Tauros erstmal. Erstmal Tauros. Alles cool. Ja, toll. Jetzt ist mir egal, ob ich Münze oder Köpfe zahlen mache, ist egal, weg. Schlafe nächste Runde sowieso. Ist mir denn egal. Er schnitt gerade bewusst Zeit, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt kommt natürlich Pflanzenergie, jetzt kommt natürlich mit seinem scheiß Wellenreiten. Ja, schön 40 Schaden, kann ich gleich wieder heilen, ist mir egal. Aber bitte wach jetzt auf. Na geht doch. Ey, mit 2x40 Damage mache ich jetzt schon down. Das wäre episch, da ist Relaxo voll fett. So, ich weiß, ich werde jetzt mal Dragoran extra Energie geben, um den Supertrank zu nutzen, weil ich will nicht, dass Dragoran mir hops geht. So, da werde ich natürlich schön die Psychoenergie ablegen, nicht das Farblose, wäre ja doof. Und dann einmal Slam. Mal Swap. Und hier, Kopf und komm schon, nochmal Kopf. Och, Menno. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können, Leute. So, ebenfalls 40 Damage. Beim nächsten Mal ist aber nochmal 40 weg. Dann habe ich nur noch einen Preis zu gewinnen, Leute. Es wird langsam Richtung Endphase gehen, aber es geht auch Richtung Karten. Oh Gott, eine Pluspower, na toll. Autsch, 50 Schaden, toll. Es sind nur noch 50 übrig, Freunde. Und die Karten schwinden in meinem Deck hin und her, ey. So, Relaxo erstmal schön fett ausrüsten. So, und dann hoffe ich, dass der Slam funktioniert. Ich hoffe, der Slam funktioniert, Alter. Komm schon, jetzt musst du... Komm, bitte einmal Kopf. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das heute? Ey, ich sitze jetzt hier schon 20 Minuten an dem Scheiß-Duell und gewinne gegen so einen Vortrainer nicht, einfach weil mein Glück mich heute total trollt. Ach, das ist doch zum... Oh, na klar, er hat nochmal eine Pluspower. Was ist denn bitte? Och, Leute. Och, nö. Dragoran ist down. Er hat nichts gepackt, du Drecksvieh. Ich hätte Dragon hier draußen lassen sollen, ne? Das wäre besser gewesen. So, jetzt habe ich natürlich Probleme. Große Probleme. Ich habe ja kein Pokémon, was es mit 40 Damage down kriegt. So eine Scheiße. Ich kotze hier ab. Ich könnte echt kotzen, Mann. So ein Mist. So, muss ich halt eine Runde aushalten, ist mir egal. Oh, Mann, ey, das war kacke. Ist doch kacke, wirklich kacke. Da kommt wieder Wellenreiten, Schwarzbaums, toll. Ich verliere das so eh gleich. Und das nur, weil meine Münze mich abgefuckt hat, ey, das ist doch zum Kotzen. Hier, frisst das und paralysieren gefälligst, Alter, mach endlich mal Kopf. Kopf! Das kann doch nicht wahr sein, ey, ich habe so ein Kackpech heute. Heute ist nicht mein Day, Leute. Ich will den Part schon längst beenden und er wechselt. Okay, soll er machen, ist mir egal. Kratzer, cool. Ja, toll ist, wenn ich ihn jetzt töte, dann
Dann tötet mich hier das Kack-Knuddelhof. Toll, kann sich super Energieabsauger sein. Der wäre besser gerade. Wenn ich jetzt töte, ja, dann wird er mich nächstes Mal garantiert mit seinem Wellenreiten töten. Warte mal, 10 plus 20, er macht mich tot. Will ich also nicht. Heißt, ich muss austauschen. Ernsthaft jetzt? Toll. Ist doch nicht dein Ernst. Mit wem soll ich denn sonst angreifen? Mit Tauros? Na, Tauros muss aushalten, tatsächlich. Ich mach mal sowas hier, Leute. So, alle vier abgelegt, ist mir egal. Ich will nicht sterben, den Tauros. Hier, mach mal einen Stampfer. Kannst du mal Damage machen? Komm, mach mal Kopf, bitte. Dann ist es nämlich tot, das wäre sehr gut. Jawoll! Knacks! Was ist das, du Strecksvieh, Alter? Einfach so ein kaputter Käfer, tote Stampf, der tote Gettebäcker. So, jetzt kommt noch ein Paras. Er spielt nicht sein anderes Ding aus, was mich ein bisschen wundert. Ja, jetzt will er offenbar aufgeben hier, oder was? Ah, er heilt sein Knuddeluff. Psychoenergie an Paras, was soll er machen? Ist mir egal. Oh, da ist ein Gengar. Leute, ich habe so eine Ahnung. What? Pokémon Power. Ich erinnere mich noch, was diese Pokémon Power drauf hat, deswegen werde ich die mal nutzen, weil damit kann man nämlich Damage von einem Pokémon aufs andere verlegen. Okay, cool. So, ich werde einfach mal das Knuddelluft nehmen und gebe einfach mal Paras die ganze Energie. Oh, nur einmal pro Runde. Gut, aber der Stampfer könnte mit Kopf jetzt schon ausreichen, um es zu töten. Das wäre natürlich cool. Und Herba und... Och, na toll. Natürlich, warum sollte ich wieder Glück haben? Boah, kein Ding. So, jetzt muss er austauschen oder das nächste Runde dauern. Macht er? Nein, er macht's nicht. Er kann nicht angreifen, Leute. Das Duell ist gewonnen. Und dann werde ich auch so jetzt schon mal sagen... Ja, jetzt kommt die farblose Energie. Du bist ein Arsch, ey. Du bist so ein Arsch. Hätte ich vorhin gebraucht, als Relaxo angreifen sollte. Ja, da hätte ich es brauchen können. Jetzt kriege ich Kopf. Im Moment, als ich es nicht brauchte. Ey, das Spiel hat mich heute nur getrollt. Echt ohne Witz. Und die letzte Karte, die ich natürlich kriege, ist ein sehr geiler Pokémon-Händler. Ey, ich glaub mir, hackt es im Gesicht, Leute. Das war eins der knappesten Duelle ever hier. Du bist kein gewöhnlicher Spieler, wenn du mich besiegen kannst. Evolution. Ihr gebt mir übrigens gute Karten für das Duell, Alter. Oh, ein neues Lurak. Cool. Ja, warum nicht? Kann man mal machen, ne? Oh, noch eine Evolution. Gib mir mal einen Turtok, Alter. Ich will einen Turtok endlich haben. Gengar. Naja. That's not what I want. Ne, ist ein bisschen... Na, geht. Egal. Leute, im nächsten Part... ein Typi, ein Part. Ich glaub, mir hackt das, Leute. Im nächsten Part geht's hier weiter mit... Oberchef Alex heißt er, hat er gerade gesagt. Der mit seiner neuen Taktik hier zocken will. Wir werden sehen, was er drauf hat. Bis dann wieder mal. Macht's gut. Haut da rein. Tschüssikowski und... Ciao.